Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, habe ich meine Sturmhaube aufgesetzt, denn ich habe vor, nach draußen zu gehen. Und ich werde euch ein bisschen auf meiner Tour mitnehmen. Ich habe vor, einmal quer durch die Stadt nach Barmbek zu fahren, um mir ein Buch zu kaufen. Welches Buch es sein wird, das werdet ihr später erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, ich laufe jetzt gerade zur nächsten S-Bahn-Station, denn ich habe vor, mit der S-Bahn nach Barmbek zu fahren. Jetzt werde ich mir eine Tageskarte holen. Mal schauen. Ja, ich glaube, für 4 Ringe bräuchte ich heute. Denn eventuell will ich heute noch nach Barmbek noch irgendwo anders hin. Vielleicht nehme ich euch da auch noch mit. So, 13,20 kostet die Karte. Bezahle ich mit meiner HVV-Card. So, Karte ist gedruckt, dann kann jetzt die Tour losgehen. So, ich bin jetzt in der S-Bahn drin, mit der fahre ich jetzt bis zum Hauptbahnhof und dort muss ich dann umsteigen. So, jetzt warte ich hier auf die S1. So, ich bin jetzt in der S1 drin, mit der fahre ich jetzt bis Barmbek. So, ich bin jetzt in Barmbek angekommen und gleich kann ich mir das Buch kaufen. So, ich habe das Buch gekauft. Ihr wollt doch bestimmt wissen, was für ein Buch ich mir gegönnt habe. Und zwar habe ich mir das neue Fahrplanbuch gegönnt. So, langsam bekomme ich Hunger. Und das heißt, ich werde gleich mal nach Buxtehude fahren, um mir einen leckeren Mehmet-Döner zu gönnen. Den habe ich jetzt schon seit über einem Monat nicht mehr gegessen. Und ich habe da so richtig Bock drauf. So, ich bin jetzt in Altona. Ich vertreibe mir noch ein bisschen die Zeit, denn ich will ja schließlich nicht zu früh bei Mehmets Döner da sein. Der öffnet ja erst um 14 Uhr und wir haben erst gerade mal kurz vor 12. Das heißt, ich fahre noch ein bisschen noch durch die Gegend, bevor ich dann in die S-Bahn einsteige, die mich nach Buxtehude bringt und ich so kurz vor Eröffnung da bin. So, ich bin jetzt hier an der Ebkau-Straße und warte jetzt auf meine S-Bahn nach Buxtehude. So, ich bin jetzt in Buxtehude angekommen. Jetzt muss ich noch ungefähr 15 Minuten auf meinen Anschlussbus warten. Oh, da kann ich endlich mehr mit Döner essen. So, ich bin gleich in der Nähe vom Mehmets Döner. So, ich habe mir jetzt einen leckeren Döner vom Mehmet geholt. Den würde ich jetzt so gerne jetzt futtern, aber ich weiß nicht, wo in Buxtehude Maskenpflicht gilt und wo nicht. Deswegen esse ich den sicherheitshalber erst zu Hause. Denn zurzeit weiß man echt nicht, wo überall Maskenpflicht gilt. Deswegen behalte ich einfach die Sturmhaube auf. Die Sturmhaube habe ich jetzt schon seit mittlerweile knapp 5 Stunden durchgehend auf.
So, und ich werde jetzt schön zum Bahnhof laufen. 20 Minuten Fußweg liegen vor mir. Denn leider fährt jetzt um diese Zeit kein Bus. Der nächste würde erst in knapp einer Stunde fahren. So, ich bin jetzt in der S-Bahn Richtung Heimat. So, ich bin jetzt wieder an meiner Heimat-S-Bahn-Haltestelle angekommen. Das heißt noch 5 Minuten Fußweg und dann bin ich zu Hause. So, ich bin jetzt in meinem Treppenhaus. Selbst hier gilt die Maskenpflicht. Und gleich bin ich in meiner Wohnung. Das heißt, in meiner Wohnung kann ich gleich die Maske abnehmen. Ich krieg schon langsam keine Luft mehr unter der Sturmhaube. So, ich bin endlich in meiner Wohnung drinne. Das heißt, ich kann die Sturmhaube abnehmen. So, das war's jetzt auch von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.